Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Teil 1. So, wir sind wieder bei der Zentrifuge. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetarfracht wieder aufgebaut. Ja, diesmal begehe ich nicht den Fehler. Eintritt ins Vakuum. Direkt runter hier und jetzt muss ich hier aufpassen, dass die sich da. Ich weiß gar nicht, ob ich nach links oder nach rechts muss. Ich hätte in die andere Richtung gemusst. Nein! Nein! Oh, das war ja klar. Tja, so ist das bei Let's Plays. Let's fail! Das Gute ist, dass ich direkt da einen Kontrollpunkt bekommen habe. Also nicht nochmal hinkämpfen musste eben. Aber trotzdem ärgerlich. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. So. Da rechts rum muss ich. Alles klar. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Run, Forrest, run! Ah! So, ein bisschen Sauerstoff aufgetankt. Hier lag irgendwas. Nee, doch nicht. Ah, doch, da liegt was. Mal zurück. Jetzt. Alter, wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Aye, Sir. So, ich habe jetzt gerade meine Stase neu voll gemacht. Ja, du hast noch 20 Sekunden. Klappt schon. Ende des Vakuums. Sehr gut. Also diesen Sauerstofftank behält, dass die Zeit, man mehr Zeit hat, das kann man halt auch erhöhen. Oh! Eieieiei. Und ich habe natürlich nicht gesaved. Das ist so ein Trick-Time-Event, wo ich da draufballern muss auf das Teil. Also es hätte mich jetzt noch einmal weitergezogen. Hätte ich dann nicht oft genug getroffen, wäre es auch Game Over. Glaube ich. Ich glaube, es ist dreimal am Ziehen. Da raus kam das Vieh. Drecksteil. So, muss ich da rein? Ich muss da rein. Hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebaut haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten.
Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Soll jetzt, glaube ich, auch verfilmt werden, das Spiel. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ein cooler Horrorschocker. Also da können sie richtig was draus machen. Das kann ein richtig cooler Film werden, ich hoffe ich. Und gibt ja auch ein Anime, also so einen Zeichentrickfilm schon von. So, Medipack Client Safe. Eins behalten für Notfall. Das verkaufen wir natürlich wieder. Safe. Luftkanister kann verkauft werden. Kann alles verkaufen. Safe. Das wird verkauft. Ripper Klinken. Da behalten wir ein paar von. Da haben wir eigentlich genügend bei uns. Plasma Cutter ist momentan immer noch die stärkste Waffe. Außer der Strahlenkanone, aber die ist eine Schussverschwendung. Und nicht so präzise. So. Da geht's lang. Auf zum Maschinendeck. Den Antrieb wieder in Gang bringen. Na komm, gib alles. Eintritt war. So, was haben wir da? Etwas zum Aufladen. Eintritt Schwerelosigkeit. Hui. Ende der Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums. Ja, recht laut hier im Maschinendeck. Ich hoffe, das kommt nicht zu laut rüber auf dem Traps-Video. Aber eigentlich müsste die Stimme lauter eingestellt sein von mir. Hoffe ich. So, denen geht's nicht gut. Die sind noch halb am Leben. Ihr seht das schon. Armen, armen Seelen hier. Irgendwie alle mit verbunden in diesem komischen Parasiten oder was das auch mal ist. Dem T-Virus. Genau. Da fällt mir ein, die Resin-Übel-Teile müsste ich auch mal datteln. Falls ihr noch andere Horrorspiele von mir sehen wollt, ich habe die uralt Survival-Horror rausgepackt, nämlich das Alone in the Dark Teil 1 bis 3. Die habe ich durchgedattelt als Let's Play, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das war noch vor Resident Evil. Ziemlich geil. 92 war das, glaube ich. Und Resi kam erst 95. Ich kriege ihn nicht gestartet und bei dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Da auch noch so eine andere Retro-Perle im Horrorbereich. Ekstatika hieß das. Will ich auch mal schauen, wann ich das mache. Ja, der kann hier nicht schneller rennen. Technisches Logbuch, Denver, CQM, QMED, was auch immer QMED heißt, MED vielleicht für Medical oder so, betreff organische Wucherung im Maschinendeck, Update. Die nicht identifizierte Wucherung, die bereits in anderen Teilen des Schiffes zu sehen war, hat jetzt auch das Maschinendeck erreicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was für ein Zeug das ist. Es sieht jedenfalls aus, als hätte jemand seine Innereien über die Wände verteilt. Aber es verbreitet sich schneller, als wir es entfernen können. Was eine ganz schöne, eklige Art Drecksarbeit ist. Die Wucherung ist bereits in den Maschinenkranz vorgedrungen. Und wenn wir keine Möglichkeit finden, sie zu stoppen, wird sie spätestens übermorgen die Hauptkammer erreicht haben. Ich hoffe, die Docs arbeiten an einer Lösung. Ich selbst kann da nicht viel machen. So, also der Raum hat sich ja richtig gelohnt. Hier ist, oh, hier. Noch einen schönen Energieknoten. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo wieder so eine Werkbank finden.
Oh, yeah, fuck. Mistviecher. Sind da noch mehr von denen? Was, was? So, der ist futsch. Ist an der Decke? Ja. Das ist ein Aufzug. Da ist Zug der Weg, alles klar. Dann müssen wir da lang. Ebene 1. Maschinenraum. So, die Tür geht zu schnell auf und zu. Wir die Stase anwenden müssen. So, Energieknoten für diese Tür. Aha, sehr gut. Shit, kein Platz mehr. Gar nicht gut. So, jetzt haben wir wieder Platz. What's up, friend? Ach, Schluss mit lustig. Ach, da einer überlebt. Scheint sonst keiner da zu sein. Checken, ob hier unten noch irgendwo was lag. Sieht auch nicht danach aus. Zugang zur Antriebssteuerung. Da wollen wir ja hin. Sollten wir mal speichern wieder. Nicht, dass ich gleich irgendwo wieder krepiere und wer weiß, was neu spielen muss. Oh ja, da sind eine Menge Gegner. Noch haben sie mich nicht entdeckt. Haben wir hier irgendwo was in die Luft zu jagen? Shit, jetzt haben sie mich entdeckt. Okay, das ist schlecht. Uah, Mistvieh. Hört nach! Ui, da kommt was Großes. So, jetzt platzt der, glaube ich, noch. Oder auch nicht. Inventar voll. Tja, jetzt nicht mehr. Goldhalbleiter, kein Platz für. Wie sieht's denn hier mit der Muni-Verteilung aus? Ah, Minipack und Energie für Ripper.
Luftkanister, der kann eigentlich weg. Ja, entfernen. Weg damit. So. Davon werden wir uns ein paar jetzt hier aufbauen. Ein bisschen Muni. Ich kann mich nicht noch erinnern, dass da gleich eine richtige Übermacht an Gegnern kommen wird. Kann ich so eine Explosion ganz gut gebrauchen. Und natürlich alles abklappern. Na. Strahlmunition voll. Alles klar. Das geht schon mal auch nicht. Energieknoten. Ja, hier, das können wir sehr gut gebrauchen. Tja, das wird ein bisschen längeres Video, weil ich würde eigentlich gerne noch diese Übermacht an Gegnern jetzt mal angreifen. Die würde ich gerne vorher noch machen, bevor ich wieder das Video stoppe. Ich habe es auf jeden Fall cool in Erinnerung. So. Sequenz eingeleitet. Los geht's. Ich warte. Oh, wo kommst du denn her? Das Kerl, der war noch nicht tot. Ja, das ist eine ganz schöne Übermacht. Und da haben diese drei Explosionen am Anfang doch ganz schön geholfen, finde ich. Oh, das Kerl. Haha. Hey, hey, da springt das Herz hoch. Ganz schön spannend. Die werden gezündet. Nice one! Woohoo! So, irgendwo lag noch was, was ich mitnehmen könnte. Ich glaube hier hinten. Genau, Inventar voll. Wie sieht's hier aus? Hier, komm, dann nehmen wir doch mal hier das kleine Teil, dann können wir das noch mitnehmen. Sandwich. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geostationär. Warte, warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. So, rauf zur Brücke müssen wir jetzt. Da speichern wir nochmal. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.